wieder zurück zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir befinden uns gerade in einem Ritual Store. Wir werden heute ein super cooles Video drehen und zwar mit eurer Hilfe. Ich habe euch nämlich auf Instagram gefragt, wo ihr mir übrigens sehr gerne folgen dürft, falls ihr es noch nicht tut, hier eingeblendet, wie ich Produkte kaufen soll, beziehungsweise wie ich sie mir aussuchen soll. Ihr habt mir da ganz, ganz viele coole Aufgaben gestellt und die werde ich mir jetzt gleich durchlesen und dann versuchen zu bewältigen. Das Video entsteht nämlich in Kooperation zusammen mit Rituals, also da nochmal vielen, vielen Dank. Und ich habe auch noch eine kleine Überraschung für euch. Es gibt auch eine coole, coole Verlosung, aber dafür müsst ihr bis zum Ende dranbleiben. Und jetzt würde ich sagen, starten wir schon mit der ersten Aufgabe. Und da habe ich mir auch schon die erste Aufgabe rausgesucht. Und zwar, nimm das bunteste Produkt, was du im Store findest. Und da habe ich direkt an die neue Rituals of Holy Kollektion gedacht. Und da gehen wir auch direkt mal zusammen hin. Juli ist übrigens auch mit dabei. So, da haben wir ja direkt jemanden. Hi. Ich muss quasi jetzt ein Produkt raussuchen, das bunteste. Aber ja. Hier ist alles bunt. Hier ist alles bunt, ja genau. Also, Holy halt auch. Gibt's, ne? Welches nehme ich jetzt? Was natürlich mega, mega cool ist, ist hier der Blütenduschschaum. Ja. Der kommt halt nicht raus, ist ein normaler Duschschaum von uns, sondern der kommt halt echt wie so eine Rose raus. Mhm. Ist voll der süße Duft mit Pfirsich und Lilie. Soll ich es dir einfach mal zeigen? Ja, dann nehme ich den. Cool, nehme ich dich mal einmal mit. Das ist der Schaum. Ja. Drückst ihn dann an beiden Seiten runter und es kommt halt wie so eine schöne Rose hier raus. Ja, gib dir die mal. Okay. Aber das ist quasi für den ganzen Körper. Genau, das ist jetzt einfach ein Duschschaum. Ich benutze es jetzt einfach mal für meine Hände zu waschen. Aber das riecht auf jeden Fall sehr gut. Perfekt. Erstes Produkt ist im Kasten. So, für die nächste Aufgabe sind wir wieder am Anfang des Stores gegangen. Denn die nächste Aufgabe heißt, gehe 6 Schritte nach vorne, 3 nach links und dann 3 nach rechts. Nimm das Produkt, was auf Augenhöhe ist. Da starten wir natürlich ganz am Anfang und wir gehen los. Also erstmal 6 nach vorne. Sechs. 3 nach links. Ich gehe jetzt einfach mal da lang. 1, 2, 3. Wieder 3 nach rechts. 1, 2, 3. Und das Produkt, was auf Augenhöhe ist, da jetzt hier nichts ist, drehe ich mich einfach hier hin. Jetzt haben wir hier 3 Stück. Frage ich wieder um Rat. Welches von den 3 würdest du mir empfehlen? Haarserum, Hitzeschutz, intensive Pflege. Genau, das sind 3 verschiedene Produkte. Alles für die Haare. Das ist jetzt aus der Elixier-Kollektion, das heißt, es ist halt wirklich so Finish-Produkt für die Haare. Ja. Ich glaube, ich nehme das Stylen und so. Hitzeschutz-Spray, weil ich sehr oft meine Haare locke und glätte und nie Hitzeschutz reinmache. Shame on me, ich vergesse es immer. Gott sei Dank sind meine Haare noch andersweise in Ordnung. Aber dann nehmen wir das Hitzeschutz-Spray. Perfekt. Die nächste Aufgabe ist, geh bis zum Ende des Stores und suche dort das kleinste Produkt, was du findest. Dann machen wir uns mal direkt auf den Weg. War nach ganz hinten und da befinden wir uns wieder bei der Holy-Reihe. Finde ich sehr, sehr gut. Du bist auch am Start. So, und dann suchen wir uns mal das kleinste Produkt. Also das ist natürlich schon im Gegensatz zu den anderen sehr klein. Das Produkt ist natürlich auch klein, aber ob es im Endeffekt auch kleiner ist, ist es halt höher. Was würdest du sagen, Schatz? Also ich würde das ist kleiner. Ich glaube auch, das andere ist sehr hoch. Wir schauen noch einmal hier rum. Nee. Die sind alle zu groß. Dann nehmen wir das. Das ist ein Wobbling Shower Jelly. Ihr könnt euch da quasi einfach mit der Hand einmal reingehen und dann habt ihr wie so ein kleines Stück Seife und damit könnt ihr dann über euren ganzen Körper einmal drüber gehen und euch einschauern in kleiner Verpackung. Das nehmen wir also mit. Next Produkt einkassiert. Next time. Und zwar nimm das erste rote Produkt, was du siehst. Und jetzt drehen wir dich. Okay. Wir drehen uns, wir drehen uns. Lang muss. Ja, wir drehen uns, 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 wir drehen uns. Und Augen auf. Okay. Okay, welches hast du zuerst gesehen? Das. Okay. Badeschaum. Oh mein Gott, hier steht zu viel Rotes. Okay, das habe ich als erstes gesehen. Ein Badeschaum. Das passt immer. Ich meine, eine Winternaht, Freunde, eine Winternaht. Die nächste Aufgabe ist, kaufe das absolute Bestsellerprodukt und dann gehe ich wieder zu meiner lieben, netten Begleitung. So, ich brauche das Bestsellerprodukt von euch. Ja, ganz einfach. Haben wir sogar einen eigenen Ständer für hier. Das ist der Sakura-Duft. Also nicht nur der Schaum, das wäre jetzt der Duschschaum, sondern einfach die ganze Serie, das ganze Ritual. Der Duft ist einfach super beliebt. Und das ist jetzt der absolute Bestseller, der Duschschaum. Genau, das ist ein Duschschaum, ja. Okay. Den mit. So, und die nächste Aufgabe hat was für die Männer zu tun und zwar für dich, mein Schatz, hinter der Kamera. Denn die nächste Aufgabe ist, kaufe ein Produkt für Kobi. Und ich dachte mir, ich kombiniere die Aufgabe mal mit einer zweiten Aufgabe und zwar zähle das ABC auf und kaufe dann das Produkt, wo du stehen bleibst. Also Schatz, musst du hinter der Kamera bitte einmal Stopp sagen, lieber Schotter und Fluss. Und dann kaufe ich für dich ein Produkt aus dem ABC. Das ist sehr gut. Also A. Stopp. G.
G. Ich weiß nicht, ob was mit G dabei ist. Gesichtspeeling. Peeling könnten wir schon mal nehmen. Das ist gut, Schatzi. Ja, das ist, glaube ich, sehr gut. Duschschaum. Nee. Ich glaube, das müssen wir nehmen. Okay, dann nehmen wir das. Wo warst du denn jetzt rein? Da. Gesichtspeeling, okay, das ist der Tester. Dann nehmen wir einmal. Also haben wir jetzt hier das Gesichtspeeling und man sieht, hier sind auch coole Produkte für Männer am Start. Die nächste Aufgabe ist, kaufe das verrückteste Produkt aus dem Ritual Store. Wo bin ich wieder? So, ich brauche das verrückteste Produkt, was ihr habt. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall eine Idee. Das haben wir ganz neu und das ist mega, mega cool. Ich mach's mal. Du mal. Nee, so. Okay. Genau. Mach vielleicht auch die Hände einmal auf. Okay. Oh mein Gott, okay. Okay. Form's mal so ganz bis sanft in den Ball und dann kannst du halt auch echt damit rumspielen und das werfen. Nee. Oh mein Gott. Hey, krass, schwimm mal rüber, schwimm mal rüber. Oh, ist das? Oh Gott, das ist ja der Hammer. Okay, das ist auf jeden Fall das verrückteste Produkt, was ich je gesehen habe. So, und das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht, zuzuschauen, wie viel Spaß es gemacht hat, mir hier rumzulaufen und die Produkte auszusuchen. Und ja, ihr wartet mit Sicherheit schon alle sehnsüchtig auf das Gewinnspiel, was ich euch versprochen habe. Und ich erkläre euch jetzt einmal, was ihr gewinnen könnt und wie ihr es gewinnen könnt. Ihr habt ja gerade schon gesehen, was für Produkte ich mir ausgesucht habe. Es gibt aber auch noch ein paar Produkte on top, die ihr jetzt noch nicht gesehen habt, in Paketen zu gewinnen. Und zwar ganze 3 Stück. Es wird also heute nicht nur einen Gewinner, sondern wie gesagt 3 Gewinner geben. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist natürlich diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und einen lieben Kommentar zu schreiben. Und dieser Kommentar muss beinhalten einmal euren Instagram-Namen, damit ich nachvollziehen kann, dass ihr sowohl einmal mir auf Instagram folgt und auch einmal der Instagram-Seite The Rituals of Holy folgt. Und dann wäre es natürlich auch noch super, wenn ihr in den Kommentar schreiben würdet, warum ihr Lust habt, dieses Paket zu gewinnen, was ihr an Rituals toll findet oder was auch immer. Also ab in die Kommentare, zusammengefasst nochmal. Lieben Kommentar schreiben mit eurem Instagram-Namen, warum ihr das Paket gewinnen wollt, Rituals auf VD folgen, mir folgen, das war's auch schon. Und dem Video einen Daumen nach oben geben. Yes! So, und dann war's das auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Hier unten könnt ihr mich sehr gerne kostenlos abonnieren, dann nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Ich hab euch ganz doll lieb. Tschüss!